geht's heute mit dem Qualifying. Wir sind in Brasilien und wollen natürlich eine gute Ausgangsposition haben. Klar, wir sind mit 35 Plätzen Gridstrafe dabei. Aber mal gucken. Vielleicht sind wir ja nicht die Einzigen. Gehen wir rein ins Qualifying. Los geht's. Und na, ich fahre übrigens auf... Ich werde auf jeden Fall auf Medium starten, das ist ganz klar. Das ist einfach mal kleine Planung, weil wir Regen erwarten könnten. Ich erkläre es euch gleich kurz. So, da sind wir wieder an der Strecke in Interlagos. Das ist immer ein bisschen angepisst. Aber gut, okay. Da sind wir wieder jedenfalls. Und ja, wie gesagt, kleine Anmerkung zu dem, was wir eigentlich vorhaben. Wir werden auf Medium starten, weil es regnet wohl am Ende des Rennens erwartet. Können wir vielleicht auf Inters fahren und ein Stop weniger fahren als alle anderen. Und das ist vielleicht das große Ziel. Vielleicht hier sogar noch einen Stop weniger zu fahren als alle anderen und vielleicht hier was mitzunehmen, was Punkte betrifft. Das könnte ein paar Überraschungen geben. Brasilien ist immer so ein bisschen bekannt. Ich gehe jetzt gleich auf die Back on Track, also zurück auf die Strecke natürlich. So. Ja, fahren wir raus, ne? Checks complete. We're ready. Ja. So, also 18 Minuten haben wir eigentlich Zeit. Wir haben schon mal etwa anderthalb Minütchen verplempert. Das heißt, wir werden auf jeden Fall reingehen. Mal gucken, was damit rauskommt. Zumindest für die Statistik. Weil das Rennen für die Position, ich hoffe, ganz vorne wird es nicht reichen. Ja, lass mal den Alpha Tauri kurz ziehen, das ist da liquidiert. Also können wir wieder nächste Saison aufhören und dann schauen wir mal, wie diese Bedingungen sind. Wie gesagt, das ist das vorletzte Rennen auf jeden Fall der Mighty-Karriere in der nächsten Folge. Übernächsten Folge, wenn wir, oder übernächsten Rennwochenende, wenn wir den Ding starten, was in der Meisterschaftssaison, gucken wir nochmal mit welchem Auto. So, dann fahren wir jetzt raus. Und schauen wir mal, was die Zeit mit werden. So, wir nehmen uns jetzt einen Mercedes, aber der darf uns jetzt nicht doch davor fahren. Das passt aber so gerade noch. So, Quia, der natürlich jetzt versucht, ein bisschen wegzukommen von uns. Wir sehen uns jetzt Mercedes. Haben wir aber auch ein bisschen verkackt, die Kurve. Die haben wir richtig sauber versendet. Da bin ich nicht gut durchgekommen. Kannst du mit dem Mercedes bitte nehmen? Ach, mein Gott. Wie ist das überhaupt? Hamilton. So, dadurch, dass du mir meine Kurve, meine Runde versemmelt hast, und das ist nicht das erste Mal alles, versemmel ich jetzt gerade deine Runde. Und die musste er dann nämlich jetzt so zurückbremsen, das heißt, er hat richtig verloren. Da sind wir nämlich schön in meine Linie gefahren und deswegen bin ich auch nur Achter. There's only one lap of fuel remaining. So, momentan schnellster Carlos Sainz.
Ja, was ist los? Wie sieht's aus, wenn man da blöd in den Weg rumfährt, ne? Komm, jetzt fahr. So, der Alpha dahinter, das ist ein Pierre Gasly. Ja. Also, 9. sind wir momentan sogar nur hinter Mick. Fahrer vor mir. Mick ahead, they've just entered the pits. Their best lap time is a 1 minute 9.5. Ja, ich sag ja, das war wieder so eine Glanzleistung. So. Gehen wir mal rein in die Box. Können also gleich wieder auf die Strecke zurück. Die anderen natürlich noch ein bisschen auf der Strecke sind. Da warten wir noch einen kleinen Moment. Dann geht es sofort weiter. Complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. So, dann machen wir jetzt raus. So, also 18 sind wir momentan nur. Das ist natürlich super schlecht. Fehlt uns auch Lewis Hamilton, aber der wird nochmal eine Zeit setzen müssen. Immer wieder die gleiche Kacke, dass ich an der Boxenausfall an die Wand rankomme. Das darf man natürlich im Rennen nicht sehen. Also, wie gesagt, hätten wir dann 18 dahinter uns Lewis Hamilton noch, der uns ja so ein bisschen in die Box beziehungsweise der uns ja so ein bisschen unbedingt in die Karre fahren musste, dem ich dann selber natürlich ein bisschen die Runde kaputt gemacht habe, aber das war auch ziemlich bewusst so. Weil er hat uns ein bisschen die Runde versaut. Wir haben jetzt sogar noch Teil 2 nach vorne gesagt. Aber wie gesagt, 19. ist aber noch Hamilton ist hinter uns. Wobei ich glaube, dass der mal locker noch zulegen wird. Wir haben ja noch 10 Minuten 40 Zeit. Und versuchen natürlich noch den einen oder anderen Platz zu holen. Also 20. ist nicht gut. Die letzte Saison haben wir das Rennen hier gewonnen. Und ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. So, mal gucken, was mir der Sprung jetzt gleich sagt. Mal einen Sprung nach vorne setzen. Wir haben jetzt ein bisschen was mitgenommen aus dem ersten Sektor. Gute halbe Sekunde. We have 2 laps of fuel. Gleich eine Sekunde. Eine 20. Jetzt ist Luca Lewis ja mit letzter, aber das wird nochmal ein. Wir werden auch nochmal einen gleichen Sprung machen.
Und hüpfen wir auf Platz 14. Ja, das ist wieder momentan so ein bisschen unser Standardplatz. Was war... Also 14, 15, das ist ja momentan so ein bisschen die in den letzten Rennen unsere Standardplatzierung. Die haben wir nämlich in den USA gehabt, die haben wir in Mexiko gehabt und konnten beides mal den ordentlichen Schub für die Punkte machen. Wieder diesen Platz werden wir natürlich nicht behalten, weil wir da einige Plätze Gridstrafe bekommen durch die Vorteiländerung, weil ich ja einmal komplette Komponenten aufgeräumt habe, um dann quasi in den letzten Rennen immer fit zu sein. Wobei ich hier eher hoffe, weil Abu Dhabi, weiß ich nicht, hat im Liga-Rennen gezeigt, dass ich da nicht so gut war. Und da war ich auch einfach nicht gut. Guck. Ja, dann können wir die Runde noch abbrechen. Nehmen wir nicht mit. Das Auto zurück in die Box. Geht jetzt gleich auch nochmal raus auf die Strecke mit dem dritten Versuch. Aber das warten wir jetzt einfach noch ein Momentchen ab. Wir gucken jetzt mal, was die anderen so machen. Wenn sie euch jetzt. Also 14. sind wir momentan nur eine Sekunde hinter der Spitze. Letzter ist momentan Lewis Hamilton mit 1:12.1, aber wie gesagt, auch der müsste mal eine freie Runde fahren, so verwischen. There's a few cars out on track. Perhaps we should get out there before it gets busy. So, wir sind gerade mit Valtteri Bottas unterwegs zusammen. Was? Wann haben wir denn überhaupt immer so auf der Strecke? Lance Stroll sind nur drei Autos. Magnussen wäre da auch noch ein Kandidat. Weil der, glaube ich, auch noch keine Runde fährt momentan. So, also 4 Minuten haben wir noch, das heißt, wir hüpfen mal auf die Strecke zurück und versuchen den Zeit zu drücken. Also eine Sekunde haben wir Rückstand auf die Spitze, 1,012 Sekunden. Na, gucken wir mal. Was soll's jetzt noch? Komm, passiert. Wieder mal ein Ferrari um uns herum mit Sebastian Vettel. Im letzten Rennen war es ja, oder auch in Japan war es ja unter anderem auch Charles Leclerc, der mit dabei war.
Also immer mal ein Ferrari, der wird, obwohl wir so schlecht momentan dastehen. Aber gucken wir mal. Ich fahre jetzt mal raus auf die Strecke, ich zeige es mal ein bisschen. Nächste Woche ist Abu Dhabi und da wir wollen heute auf jeden Fall den Grundstein legen, um diesen vierten Platz zuzumachen. Und darum geht es jetzt eigentlich. Wir brauchen ein paar Punkte und der Zeit darf heute nicht viel. 20 sind es an der Zahl. Und wenn ein anderer Fahrer gewinnt, ist das Thema gegessen. Also Maximum 2 Pünktchen darf er holen. Und ich traue dem in Abu Dhabi keinen Sieg zu. Aber klar, gucken wir mal. Und ansonsten, wenn wir heute hier Platz 7 holen, sind wir safe. Beziehungsweise mit 7 holen und der darf sich keine Punkte und so. Aber gucken wir mal. Ja, die erste Ecke hat schon mal schlecht angefangen, aber einen kleinen Querschädel drin, ja. Auch hier wieder. Also ein leichter Querschnitt. Also das wird nichts. Punkt. Ja, sind wir doch ein bisschen durchgekommen. So, wir nehmen Malbon seinen Windschatten mit. Was hat es heute Zeit gekostet? Das war's. Das war's, liebe Leute. Wir werden auf jeden Fall Minimum Platz 14 starten. Ich kann die Runde ja eher abbrechen, weil es ist... Ich weiß, dass ich ein Auto hinter mir habe, dass ich auch ziehen jetzt. Alter. Ja, ein bisschen zu schnell, ja, das ist aber egal. Also, Platz 14 ist das Mindeste, was wir rauskriegen. Die Runde war nicht perfekt. Und damit ist es auch amtlich. Wir sind definitiv 14. Wenn ich sogar weiter hinten. Ich weiß nämlich nicht, wie die finale Tabelle aussieht. Wir starten eh von ganz hinten. Damit ist es eh uninteressant. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas 18. und Alexander Albon. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, und wenn wir eine halbe Sekunde schneller gewesen sind, wären wir sogar 9. geworden. Na gut, ist halt dann einfach jetzt so. Wir haben nur den Russell noch zwischen uns und unserem Teamkollegen und wir haben natürlich auch wieder ein Ferrari um uns herum. Und der heißt Sebastian Vettel diesmal. Ja, Platz 18. Mal gucken.
So. Dauert jetzt wieder einen kleinen Moment, bis er sich hier irgendwas zurechtgeladen hat und dann können wir gleich. Jetzt sind wir durch. Leider haben wir ein paar Grid-Strafen erhalten. Zurecht. Wir starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. So, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Rennen aus Brasilien. Können wir hier dann noch ein paar Punkte mitnehmen? Oder wie weit geht's da vorne? Naja, bis dahin und tschüss.